Hallo meine Lieben, ich habe heute ein Paket bekommen und da war das drin. Nein, ich habe nicht bei Cosmopolitan bestellt. Ich habe heute die Pink Box erhalten und da war die Cosmopolitan von April 2012, also diesen Monat, drin. Das finde ich schon mal cool, da habe ich was zu lesen. Auch dabei war übrigens ein Gutschein, falls man ein Abo bestellen will für alles Mögliche. Es gilt nicht nur für die Cosmopolitan, gilt auch für Brigitte oder sonstige Dinge aus dem Versandhaus. Für sie, TV, was ist das? TV-Movie und alles Mögliche. Kommen wir zur Pinkbox. Das ist sie. Das ist die erste Pinkbox. Da haben wir sie. Und pink ist sie wirklich, ne? Also, krass. So, da haben wir ein Kärtchen. Wollen wir mal gucken, ne? Was steht denn in dem Kärtchen drin? Herzlich willkommen. Da sind die Produkte drauf. Man spart sich lästige Anschreiben, die sowieso keiner liest, ne? Pinkes Bändchen. Und nein, nicht so zu, dass ich es nicht mehr aufkriege. Mensch, ihr könnt mir das doch nicht antun. Die machen da einen Doppelknoten. Das geht nicht. Kein Doppelknoten. Ah, aufgekriegt. Schwein gehabt. So, so. Tada. Was drin ist, haben die meisten wahrscheinlich schon auf der Webseite gesehen. Ich habe es mal wieder verpeilt und habe es wieder vergessen. Alzheimer-Anfall. So. Gucken wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Ach, da sind, guckt mal, da sind auch diese schwarzen Fusseldinger drin, wie bei der Glossybox. So, als erstes haben wir Nivea Long Hair Repair. Ich glaube, ich habe davon sogar eine Flasche. Und muss ich mal gucken, warum habe ich die denn nicht mehr benutzt? Ach ja, ich glaube, mein Haar hat es nicht vertragen. Ich probiere es nochmal aus. Aber momentan bin ich ja silikonfrei, da ist das nicht so gut. Also wird es noch ein bisschen stehen, bevor ich es dann mich doch nochmal mit... Ich gucke mal, ob ich es doppelt habe, ansonsten verlose ich es. So, finde ich aber schon mal schön. Full-Size-Produkt, gut. Ist jetzt kein Luxusprodukt. Habe ich jetzt aber auch nicht erwartet, ne? So, dann haben wir hier Aderma. Leichte Feuchtigkeitspflege auf Pflanzenbasis. Aha, für sensible Haut. Okay, wollen wir mal reingucken. Da ist das gute Stück. Mein Gott, gehst du da wieder rein? So, da ist er. Und ist sogar offen. Mal gucken. Riecht sehr cremig. Also riecht wie eine stinknormale Creme. Kein besonderer Duft, weder gut noch negativ. Also haut mich geruchlich nicht vom Hocker, aber schreckt mich auch nicht ab. Das ist schon mal viel wert. Dann haben wir hier Veleda. Birkenzelluliteöl, ein Pröbchen. Ah, da sind wir auch mal gespannt drauf. Strafft das Gewebe und glättet die Haut. Fördert das gesunde Gleichgewicht der Haut. Klingt schon mal nicht verkehrt, wenn es denn klappt. Schauen wir mal. Aber bisher fand ich Veleda-Produkte eigentlich gar nicht so schlecht. Kommen wir zum Teil der dekorativen Kosmetik. Naja, dekorativ für die Fingernägel zumindest. Ein Alessandro-Lack. Und der ist schon rot, also nicht orange, wie er wahrscheinlich in der Kamera wirkt. Er ist schon rot. Gibt es hier eine Farbangabe irgendwo? Vielleicht auf der Karte? Classic Red. Hm, naja, gut. Bin ich gespannt drauf. Die Farbe haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz vom Hocker. Ist halt nichts Besonderes. Wobei genau das wahrscheinlich das Besondere ist. Wie ich mir denken kann. Deswegen auch Classic Red, ne? Klassisches Rot. Schlicht, einfach. Vielleicht für den Alltag, ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich bin ja nun nicht ganz so der Rot-Fanatiker. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Sheer Cover. Eine Mini-Farb-Collection. Guckt mal. Seht ihr das? Was da alles bei ist? Himmelsakrament nochmal. Was ist denn das? Kaffee-Mokka-Eyeliner? French Vanilla Highlighter? Der sieht schon mal sehr interessant aus. Pink Praline Lipgloss? Mauveberry Lip Cream? Westberry Rose Lipgloss? Ein bisschen viel Lipgloss.
Melon Ice Highlighter, Pink Parfait Highlighter. Ich stehe ja auf Highlighter. Also ich denke, mit dem Zeug kann man schon eine Menge anfangen, ne? Ich denke. So, und jetzt ist das natürlich so verpackt, dass ich das nie im Leben aufkriege, oder? Doch. Wow. Ich habe den Anfang gemacht. Und? Geht der Rest auch? Geht das jetzt insgesamt so leicht auf? Nein! Es gibt immer noch Wunder. Das war eine Friemelarbeit, aber es funktioniert. So, jetzt muss nur das Ding auch aufgehen. Wie geht das jetzt auf? So, geht das jetzt auf? So, geht. Und ist sogar ein Spiegel drin. So, da haben wir hier die ganzen Dinge. Mal gucken, kann man da... Oh, das sind so Cremesachen, ne? Das ist alles Cremezeug. Das ist alles so ein Cremezeug. Also wer sich jetzt erwartet hat, dass das normaler Puderlidschatten ist, den muss ich leider enttäuschen. Das ist alles so cremig. So, dann habt ihr das mal gesehen. Trotzdem finde ich es interessant und freue mich, es auszutesten und bin gespannt, wie es sein wird. Halt, lege ich mal dahin, dann seht ihr es auch. Ja, die erste Pink Box. Was soll ich sagen? Ich finde sie interessant. Sie macht einen guten Start, würde ich sagen. Sie hat dekorative Kosmetik, sie hat was für Fingernägel, sie hat was für die Haare, fürs Gesicht und für die Haut. Im Endeffekt hat sie wirklich alle Regionen abgedeckt. Und daher bin ich erstmal positiv begeistert. Positiv begeistert, das ist ein blödes Wort. Eine blöde Wortzusammenstellung. Ein blöder Satz. Nehmen wir was anderes. Sagen wir es mal so, ich finde sie in Ordnung. Sie hat einen ganz akzeptablen Start hingelegt. Und ich bin gespannt, wie es weitergehen wird. Ja. Habt ihr die Pink Box auch schon entdeckt? Habt ihr sie vielleicht sogar abonniert? Und wie findet ihr die Zusammenstellung? Würde mich mal interessieren. Glaubt ihr, sie hat überhaupt irgendeine Erfolgsaussicht auf dem Beauty-Boxen-Markt sozusagen? Oder ist sie überflüssig? Ich finde es gut, dass sie da ist. Klar, als Boxenluder mag ich das. Ja, genug geschwafelt. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!